Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor zwei Wochen habe ich hier in diesem Pult für eine Lösung geworben bei diesem schwierigen Thema, das Humanität und Verantwortung verbindet. Eine Lösung, die befriedet und eine Lösung, die nicht etwas lange erneut vor sich herschiebt, sondern zu einem Ergebnis führt. Das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist einfach zusammenzufassen. Die Aussetzung des Familiennachzugs wird bis zum 31. Juli dieses Jahres verlängert. Ab dem 1. August diesen Jahres gibt es dann keinen Anspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Stattdessen eröffnen wir im Rahmen eines Kontingents für 1.000 Personen pro Monat die Möglichkeit der Familienzusammenführung. Die bestehenden Härtefallregelungen bleiben bestehen und werden nicht auf das Kontingent angerechnet. Das Nähere nicht zum Ob, aber zum Wie regeln wir in einem Folgegesetz, was wir auch bis Ende Juli fertig haben wollen. Das ist das Ergebnis. Die meisten Praktiker begrüßen das Ergebnis. Manche Idealisten halten die Regelung für zu streng. Ja, wir haben einen Kompromiss gemacht. Für uns war wichtig, dass es nicht wieder zu einem Anspruch auf Familiennachzug kommt. Für die SPD war wichtig, dass es überhaupt wieder Familiennachzug gibt. Ja, das ist ein Kompromiss. Nun habe ich gestern mal in einem Lexikon, in dem Fall Wikipedia, nachgeguckt, was ist eigentlich das Wesen eines Kompromisses. Und das ist so, als wäre es für uns geschrieben. Ich zitiere: Ein Kompromiss ist die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Es wird von den Verhandlungspartnern, ausgehend von den eigenen Positionen, eine neue Position gebildet und diese erzielte Einigung als gemeinsames Ergebnis dargestellt. Der Kompromiss ist die vernünftige Art des Interessenausgleichs. Erlebt der Kompromiss von der Achtung der gegnerischen Position und gehört zum Wesen der Demokratie. Das ist ein Kompromiss. Nun ist dieser Kompromiss unterschiedlich bewertet worden. Und es ist wiederum kritisiert worden, dass er unterschiedlich bewertet worden ist. Und ehrlich gesagt sicher zum Teil zu Recht. Aber auch das ist ganz normal. Ich kenne überhaupt keinen Tarifkonflikt, wo nicht am Ende des Tarifkonflikts jede Seite das Ergebnis unterschiedlich bewertet. Jeder will zeigen, dass er gut verhandelt hat. Das ist okay und das ist normal. Wir finden, dass die Union gut verhandelt hat. Die SPD findet oder sollte auch sagen, dass sie auch gut verhandelt hat. Das ist das Wesen eines Kompromisses. Nur das Entscheidende ist, wir müssen zum Inhalt des Kompromisses stehen. Lateinisch übersetzt heißt Kompromiss, dass man sich gegenseitig etwas verspricht. Und das heißt, der Kompromiss gilt. So, wir haben noch keine Koalition, Frau Hasselmann, aber die CDU-CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion haben einen Kompromiss gemacht und den vertrete ich hier und den erläutere ich hier. Nun zu ein paar Kritikpunkten. Die FDP, Herr Lindner, hat gesagt, warum 1.000? 1.000 ist doch willkürlich. Dazu sage ich Ihnen Folgendes. Erstens, das Kontingent ist ja dem Resettlement nachgebildet. Und da setzt man immer eine Zahl fest, politisch fest. Kanada, lieben Sie so beim Einwanderungsgesetz. Kanada legt per Beschluss durch das Parlament eine Zahl fest. Zweitens, die 1.000 ersetzen die bisher aus Italien und Griechenland kommenden Relocation-Fälle. Und drittens, wenn Sie mal die Bearbeitungskapazität des Auswärtigen Amtes insgesamt auf 40.000 bis 50.000 nehmen und etwa die Zahl der subsidiär Schutzberechtigten ins Verhältnis setzen, dann ist die Zahl 12.000 genau angemessen. Die nächste Kritik war von einigen, warum sind denn die Härtefälle nicht Teil des Kontingents? Nun, dazu will ich sagen, wir brauchen natürlich für die 1.000 pro Monat Kriterien. Die werden wir besprechen. Aber dass es immer Härtefälle gibt, die sich einer Kriterienbeschreibung im Vorhinein entziehen, das ist einfach Teil der Realität. Ein bisschen Großzügigkeit oder ich sage mal unter Christenmenschen ein bisschen Barmherzigkeit braucht man hier leider auch. Nun zu den Zahlen. Nun zu den Zahlen. Die einen haben gesagt, die Zahlen sind zu niedrig und die anderen haben gesagt, die Zahlen sind zu hoch. Auch dazu will ich was sagen. Diejenigen, die Hunderttausende befürchten, denen sage ich, mit dem Kontingent gibt es eine Grenze und die wird nicht überschritten.
Herr de Maizière, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen? Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wir reden in diesem Kontext immer viel über Härtefälle und deshalb möchte ich Sie gerne mit einem Einzelfall konfrontieren, den ich kurz etwas schildern muss. Ja, ich meine, das ist der politische Anspruch hier, oder? Wir wollen eine Lösung finden für die Menschen. Wir reden über Härtefälle. Und deshalb möchte ich Sie gerne konfrontieren mit einem Einzelfall, einfach um auch mal darzulegen, wo unsere Probleme liegen. Aber es ist eine Zwischenfrage. Es ist eine Zwischenfrage. Ich muss den Fall allerdings darstellen, damit ich die Frage formulieren kann. Es geht um eine Familie in Husum. Vater mit minderjähriger Tochter ist. Darf ich den Sachverhalt darstellen, Herr Minister? Frau Kollegin, Zwischenfragen müssen Zwischenfragen sein und keine Redebeiträge. Stellen Sie bitte in einer begrenzten Zeit eine Frage. Ja. Es geht um einen Einzelfall aus Husum. Ein Vater mit seiner minderjährigen Tochter hat Asyl beantragt, den subsidiären Schutz bekommen und den Nachzug seiner Familie beantragt. Es geht um seine Ehefrau und zwei minderjährige Töchter sowie zwei volljährige Söhne. Einer davon, gerade 18 geworden, schwerst behindert, braucht Betreuung den ganzen Tag, da er querschnittsgelähmt, Asthmatiker ist und regelmäßig Krampfanfälle hat. Die Mutter bekommt für ihre zwei minderjährigen Töchter ein Visum zum Nachzug. Die beiden gerade volljährig gewordenen Söhne, darunter der Schwerstbehinderte, nicht. Ich schließe jetzt meine Frage an. Ich habe mich für diesen Fall eingesetzt und vor dem Auswärtigen Amt eine Härtefallregelung geltend machen wollen. Das Auswärtige Amt hat mir geantwortet: Es ist menschlich nachvollziehbar, dass auch die bereits volljährigen Söhne, insbesondere der schwerbehinderte Sohn, gemeinsam mit ihren Familien nach Deutschland einreisen wollen. Dies genügt aber nicht für das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte. Ich frage Sie also, Herr Minister, anhand meiner Darstellung, würden Sie persönlich sagen, dass es sich hierbei um einen Härtefall handelt? Und bezugnehmend auf das parlamentarische Verfahren, wir reden über eine Härtefallregelung, die im letzten Jahr 97 Menschen begünstigt, getroffen hat, also ziemlich ins Leere gelaufen ist. Was werden Sie persönlich dafür tun, dass ab August eine Härtefallregelung greift, die tatsächlich Menschen dann auch hilft? Frau Abgeordnete, vielleicht ist es natürlich überhaupt nicht möglich, anhand Ihrer Sachverhaltsschilderung jetzt zu beurteilen, ob das ein Härtefall ist. Der Außenminister hat zugehört, der sitzt da, der hat zugehört. Wir hatten 1.300 Anträge in den letzten zwei Jahren für solche Härtefälle. Es sind rund 200 bewilligt worden. Das heißt, es muss natürlich auch eine Auswahlentscheidung geben. Und ich glaube, diese Entscheidungen sind in den Händen des Auswärtigen Amts in guten Händen und werden weiter verantwortungsvoll und menschlich entschieden. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss kommen. Ich hatte gesagt, in Richtung derer, die sagen, es könnten Hunderttausende kommen. Die Befürchtung gibt es nicht mehr, das Kontingent begrenzt die Zahl. Diejenigen, die sagen, es sind sowieso nur 50.000 bis 60.000, denen sage ich, ja, dann ist es aber auch nicht so schlimm, dass man 3 bis 4 Jahre wartet, in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten europäischen Länder ohnehin Wartefristen von 3 bis 5 Jahren haben. Meine Damen und Herren, am Ende einer harten Debatte muss ein Ergebnis stehen, wenn es um Menschen geht. Unser Ergebnis, unser Kompromiss steht für Humanität und Verantwortung, für Integration und Begrenzung, für Großzügigkeit und Realismus. Und in dem Sinne bitte ich um Ihre Zustimmung. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Eva Högl, SPD.